Hallo Freunde chinesischer Gadgets. In meinem sich nie erschöpfenden Bestreben, euch mal wieder neue Sachen vorzustellen, habe ich heute ein Smart Pillow, also ein intelligentes Kissen. Das klingt jetzt erstmal komisch, ja, fand ich auch, als Eutim, ich weiß nicht, wie man das irgendwie ausspricht, mich angeschrieben und gefragt hat, ob ich denn das Smart Pillow nicht mal testen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, hier, klar, warum nicht? Das sieht interessant aus, klingt auch interessant. Und deshalb haben sie mir das zugeschickt, ein Testsample, und das möchte ich euch heute mal kurz vorstellen. Ich habe das dann über Amazon dann bekommen. Das ging auch ziemlich schnell. Steht auch da, Versand durch Amazon. Es hat 24 Stunden gedauert, da hatte ich das Ding dann da. Habe es da sozusagen mit so einem Gutscheincode bestellt. Kostet 22 Euro und ich werde euch den entsprechenden Link unten in der Videobeschreibung dann zur Verfügung stellen. Aber nur mal zur Sache. Also, das ist ein auch kein richtiges Kissen. Es ist, ich habe es jetzt hier auch schon mal ausgepackt, habe es ausprobiert, eher ein Aufsatz fürs Kissen. Das legt man aufs Kissen drauf. Es ist auch sehr weich. Oder man kann es dann auch, wenn man eine Kissenhülle hat, dann in die Kissenhülle reinmachen. Und dann ist es halt runter. Also im Lieferumfang dabei halt das Kissen, dazu eine Gebrauchsanweisung und eine Karte. Auf der Karte ist dann eine Seriennummer und ein Passwort, um uns bei der App zu registrieren. Ja, das funktioniert ja alles hier mit dem Smartphone. Das braucht ihr natürlich auch. Müsst ihr denn den QR-Code einscannen, kommt dann zu einer Website und könnt euch dort die App runterladen, damit ihr das Kissen vollumfänglich verwenden könnt. So, also, das ist so eine Art Musikkissen. Hier, seht ihr, da ist was drin. Ja. Zwei Lautsprecherchen. Und das ist echt cool. Und ich zeige euch das jetzt mal nur so ein bisschen symbolhaft, weil mein Studio bzw. mein Tisch für größere Testprodukte nicht ausgelegt ist. Daher nehme ich hier meinen Sushi-Kisten und selbst das ist immer noch zu groß. Das soll sozusagen Sushi darstellen. Ich finde das Kissen voll Party. Ja, normalerweise nimmt man natürlich ein größeres Kissen. Ihr nehmt halt euer Kissen, was ihr normalerweise benutzt, um drauf zu schlafen. Und da legt ihr das dann drauf. Ja, also wenn ihr eine Kissen mit Kissenhülle habt, dann könnt ihr das halt dann auch einfach dann so reinmachen. Ja, ich denke mal, es ist symbolhaft jetzt erklärt. Wir lassen es aber draußen. So, ich habe es auch so benutzt, weil ich finde, das Material ist ziemlich weich und da kann man sich auch direkt drauflegen. Aber wer Angst hat, dass es verrutscht oder sowas, kann es auch ins Kissen reintun. Was man natürlich noch braucht, das ist ein Smartphone. Nicht eins, sondern eures, das, was ihr in der Regel verwendet. Und dann könnt ihr das miteinander verbinden. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, um das Ganze jetzt hier zu verwenden. Das gehört nicht dazu. Ihr könnt jetzt einfach irgendwelche Musik anmachen. Das ist die eine Möglichkeit. Ihr müsst ja nicht zwangsläufig die App verwenden. Und da könnt ihr zum Beispiel irgendwas von YouTube laufen lassen. Das wäre die eine Möglichkeit. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Review von mir anhören und dabei einschlafen, ne? Von meiner beruhigenden, eindösenden, einschlummernden, einschläfernden Stimme. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Das kommt jetzt, ohne dass das Kissen irgendeine zusätzliche Stromversorgung bräuchte, so ein Netzteil oder Akkus, da ist es wirklich rein passiv, das geht, das wird über den Klinkenanschluss mit versorgt, kann man jetzt seine Lieblingsmusik halt hören. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist jetzt, ihr könnt da jetzt nicht voll Party machen mit dem Kissen. Das dürfte klar sein, ja. Das ist alles sehr dezent, aber trotzdem angenehm. Eine hämmernden Bässe, das sage ich euch gleich so, wie dafür ist es auch nicht gedacht. Nur das Geile daran ist, dass man jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann zum Beispiel nicht auf dem Rücken schlafen. Da habe ich echt Probleme damit. Und deshalb ist das so eine Sache mit Kopfhörern. Ja. Große schon mal überhaupt gar nicht, weil da kann man ja schlecht auf der Seite liegen, da macht man sich die Kopfhörer kaputt. Und Ohrstöpsel finde ich, wenn man dann auch auf der Seite liegt, irgendwie unangenehm, dass die drücken dann so sehr ans Ohr. Aber die Lautsprecher, die sind zwei, einmal hier und ungefähr hier. Und es ist auch egal, wo man seinen Kopf dann da platziert auf dem Kissen, man hört die Musik eigentlich immer. Und das ist dann, es ist ein bisschen schwer zu erklären, das ist dann so ein bisschen wie Hintergrundmusik. Als hätte man die sozusagen direkt im Schädel. Finde ich echt geil, weil ich auch sehr gerne eigentlich Musik hören würde, während ich halt schlafe. Beziehungsweise während ich einschlafe. Aber ja, das geht halt in der Regel nicht. Wie kann man sich das machen? Man kann ja einfach eine Playlist sich zum Beispiel zusammenstellen und die spielt dann halt und irgendwann ist die Playlist aus. Ja, das ist natürlich nicht alles. Es gibt ja die App, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Das müsst ihr dann halt diesen QR-Code einscannen. Der ist da in der Gebrauchsanweisung, aber auch auf dieser kleinen Karte. Auf der Karte sind außerdem Zugangsdaten, eine Seriennummer und ein Passwort.
Das braucht ihr dann auch. Ihr müsst, wie gesagt, den Code einscannen, kommt auf eine Website, könnt dann dort auswählen, ob ihr für Android oder für iOS die App runterladen wollt. Ist also für beide Geräte kompatibel. Dann bekommt ihr eine App, die heißt Sweet Sleep. Okay, hier mit dieser Laterne und dem Mond im Hintergrund. Ihr müsst euch am Anfang erstmal registrieren und dann müsst ihr noch, also mit einer E-Mail-Adresse und Name, dann müsst ihr eben noch den Code eingeben und die Seriennummer und dann wird auch alles freigeschalten. Und jetzt wird es richtig fancy, denn die ganze Weckerfunktion und sowas, das kann man halt alles hier machen. Außerdem kann man sich hier auch Musik einstellen, die dann läuft. Ja, Deep Sleep, Light Sleep, Meditation, Relaxed, Harmonie ist hier leider alles auf Englisch. Aber ich denke mal, damit kommt ihr schon klar. Das hier ist auch irgendwie echt cool, nämlich die Funktion Mixed User Defined Music. Und hier kann man sich Musik zusammen mischen. Ja, dann haben wir Singing, da kommt sozusagen nur so ein Mönchsgesang. Und da kann ich dann noch Musikbox dazu machen und kann mir so ein bisschen meine Musik zusammenbasteln. Feine Sache. Ja. Seht ihr, da gibt es hier alles Mögliche zur Auswahl. Ich kann auch ein bisschen Regen dazu nehmen, wenn ich draufstehe. Oder eben nicht. Das hier ist irgendwie BBT, das ist irgendwie ganz eigenartig. Pure Theta, Pure High Bla, Pure Low, das sind dann so, oder Pure Alpha, das sind dann so Wellengeräusche. Okay. Aber das war's noch nicht. Wir haben hier oben bei diesem Halbmond, können wir Wecker einstellen. Und da haben wir hier entweder einen festen oder voreingestellte Alarm closed, just sleeping monitor. Beziehungsweise gar keiner. Gar keiner bedeutet, man schläft einfach nur, aber der Schlaf wird halt mit aufgezeichnet und ausgewertet. Dazu kommen wir gleich. Diesen Voreingestellten, das finde ich echt Party. Kann man Powernap machen, ja, das kennt ja der ein oder andere aus dem Fernseher. Powernap, ja, das sind dann halt nur 20 Minuten. Eben, Power, schlafen, so, yeah, 20 Minuten, streckt man sich wohl an. Recovery Nap, das sind dann 45 Minuten. Und Deep Nap, 120. Kann man einfach auswählen und dann go to sleep. Und jetzt geht's dann halt los. Ja, ich sag da, man soll das Telefon umdrehen, denn jetzt wird mich der Sensor hier aktiviert und damit, ja, seht ihr, wie beim Telefonieren, der Annäherungssensor. Und er sagt auch, man soll das Ladekabel dranhängen. Klar, denn wenn das Telefon dann irgendwann einen Geist aufgibt, ja, dann funktioniert das Ganze nicht mehr korrekt. Jetzt kommt sich noch eine kleine Sleep Note, also was angezeigt werden soll, habe ich einfach nur Möb reingeschrieben, da könnt ihr irgendwas Motivierendes reinschreiben, ne. Man hat 10 Zeichen, noch als dein Hinweis. Okay, nun geht's los. 12.19 Uhr, das ist die aktuelle Zeit, 12.39 Uhr, danach werde ich sanft geweckt. Witzig finde ich, ich weiß nicht, wie die das technologisch hingekriegt haben, dann klingelt das Telefon, nicht das Kissen. Obwohl ich eigentlich ein Klinkenkabel drin habe und normalerweise sorgt das dafür, dass jede Soundausgabe, hier ist hier auch ein kleines Headset-Zeichen, übertragen wird an die, naja, Box, in dem Falle das Kissen. Aber hier nicht. Tatsächlich klingelt das Telefon. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert. Ich dachte, es wäre ein Fehler. Danach fand ich es dann aber schon sinnvoll. Denn stellt euch mal vor, nachts rollt man sich vom Kissen runter. Das kann ja passieren. Dann würde man den Wecker nicht mehr hören, weil ja durch das Klinkenkabel jegliche Sounds vom Telefon umgeleitet werden. Das ist zumindest meine Theorie. Denn man kann ja hier, seht ihr, Deep Sleep, die Musik, die kann man jetzt spielen. Man kann ja auch einstellen, wie lange. Genau, 15 Minuten bis 60 oder Infinity Loop, also ich denke mal, das heißt, dass es unendlich geloopt wird, also sich wiederholt. Und das ist ja okay. Die Musik, die man jetzt hier spielt oder auch pausieren kann, je nachdem, was man bevorzugt, muss man aufpassen, dass man nicht an den Sensor kommt, die kommt dann über das Kissen, aber der Alarm, um einen zu wecken, kommt dann über das Telefon. Denn man soll ja auch sicher sein, gerade wenn man zur Schule muss oder zur Arbeit oder in die Uni, dass man auch tatsächlich geweckt wird. Ja, stellt euch mal vor, ich schmeiß das Kissen aus dem Bett. Gut, dann würde das Telefon hinterher fliegen, aber man rollt sich zum Beispiel halt vom Kissen runter, denn das Ganze funktioniert wirklich nur, wenn man auch auf dem Kissen liegt. Das ist auch von der Seite wieder praktisch, als dass, wenn man jetzt, ne, einen Schlafpartner hat, zum Beispiel in einer Beziehung oder Ehe oder wie sonst auch so immer zustande kommt, dass der ja dann davon nicht ständig belästigt wird, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Einschlafzeiten und Aufstehzeiten hat. Ne? Daher hört man das wirklich nur dann wirklich gut, wenn man auch auf den Kissen drauf liegt. Wenn nicht, dann nicht. So, daher, das ist schon alles echt gut durchdacht und ich werde das auf jeden Fall auch behalten. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt existent ist. Ich finde das echt klasse. Also, auch ich muss ja morgens aufstehen. So, ich kann das Ganze jetzt abbrechen, aber nicht aus Versehen, sondern indem ich gedrückt halte, 3 Sekunden, das gleiche, wenn der Wecker klingelt. Jetzt kann ich noch sagen, wie ich mich fühle. Ne? Gut oder
guter. Und dann kommt der Sleep Report, also eine Auswertung von meinem Schlaf. Da steht dann, wie lange ich geschlafen habe und irgendwelche Details, wie oft ich mich umgedreht habe und solche Einheiten. Echt sehr, sehr praktisch. Ich habe da auch mal im Play Store geguckt und noch eine andere App gefunden. Das hat jetzt mit der Otim dann eigentlich nicht wirklich was zu tun, aber egal. Jetzt muss ich die natürlich noch finden. Die heißt nämlich witzigerweise auch Sweet Sleep, ist aber eine komplett andere App. Hier, ne, kann man auch einen Timer einstellen. Das ist wesentlich einfacher hier, die App. Kann man sich einen Timer einstellen und kann dann halt auch so Einschlafmusik sich dann reinziehen. Es ist vor allem dann praktisch, wenn man nämlich die ganzen Sounds und die Musik von der mitgelieferten App irgendwann über hat. Kann ja durchaus passieren, je nachdem wie oft man das Kissen verwendet. Ich hatte das Kissen hier mal aufgemacht und mir ein bisschen näher angeschaut. Also da ist keine Energiequelle drin, kein eigenes, kein Akku oder irgendwas ähnliches. Und damit auch kein WLAN oder Bluetooth oder GSM, LTE, GPS, was weiß ich. Also es sendet nicht und wir können damit beruhigt auf den Ding einschlafen, weil es uns nicht den Kopf zerstrahlen wird, wie eben zum Beispiel es ein Smartphone tut oder eine Mikrowelle. Von daher seid ihr, was das angeht, auf der sicheren Seite und dank dem 1,2 Meter langen Kabel kann man das Smartphone dann auch ein bisschen weiter von sich weglegen und muss es dann nicht direkt neben dem Kopf liegen haben. Kauflink findet ihr, wie gesagt, zu Amazon unten in der Videobeschreibung. Preislich bewerten möchte ich das Kissen hier an der Stelle nicht. Es ist mein erstes, es wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Es gibt, so wie ich das mitbekommen habe, auch noch andere bzw. ähnliche. Aber hier zur Information, ich habe eben dieses Sweet Sleep hier mal ausprobiert und ich finde es soweit ganz praktisch. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das ist hier eine Vorproduktion. Ich bin vermutlich, beziehungsweise hoffe ich, gerade noch im Urlaub. Wir sehen uns dann erst im August wieder. Wenn ihr also Fragen habt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ihr könnt euch aber auch im Forum anmelden, wenn ihr irgendwas wissen wollt, auf moschus.de. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.